wollen hören, wie die Rede bei den Delegierten angekommen ist. Und das weiß meine Kollegin Inge Swolleck. Ja, ich stehe hier bei den Delegierten Baden-Württemberg und die haben gerade ein Plakat ausgefaltet. Und wir versuchen rauszukriegen, worum geht es da? Ja, das Plakat zeigt eigentlich ziemlich gut, für was die Linke steht. Für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, gegen Rüstungsexporte, für faire Mieten, für faire Löhne. Ja, halt für linke Ideale. Und das ist jetzt extra dafür angefertigt worden, sozusagen die Rede von Herrn Rixiger einmal auf Plakat? So in etwa, oder einfach die Linke auf Plakat. Okay. Sie haben gerade auch zugehört. Wie fanden Sie die Rede von Herrn Rixiger? Ich fand die richtige Rede zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, wir sind uns nicht immer alles einig, die Linke, aber uns verbindet so viel. Und dieses Plakat ist eine gute Illustration dafür, die Rede war eine gute Illustration dafür. Ich bin auch gespannt auf die Reden unseres anderen Spitzenpersonals, also auch der Fraktionsvorsitzenden. Und ich denke, wir können nach außen demonstrieren, dass die Linke gut aufgestellt ist, gerade angesichts des Rechtsrucks in dieser Gesellschaft und der sozialen Kälte. Und dem hat, wie gesagt, die Rede jetzt auch ganz gut Rechnung getragen. Kann Herr Rixiger den Streit zwischen den beiden Frauen an der Spitze, Fraktion und Partei, vielleicht so als Zündlein an der Waage entscheiden? Aber Sie sehen das als einen Streit zwischen zwei Frauen. Ich denke, es gibt einen Streit um unterschiedliche Betonungen von Inhalten. Und ja, ich denke, Bernd Rixiger schafft das, das zu verknüpfen. Aber es wird nicht an ihm alleine liegen, sondern er muss tatsächlich alle Seiten aufeinander zugehen. Und ich denke, es ist das Gebot der Stunde, dass wir genau das tun. Dann warten wir ab. Wir haben ja noch 2 Tage vor uns und weiter geht's mit Jeanette Clark.